Willkommen zurück. Hier habe ich ein Schnittmodell von einem, glaube ich, Opel-Vergaser. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das ist auch schon viele, viele Jahre alt. Und das ist natürlich auch in die Jahre gekommen. Hier ist ziemlich viel Rost drauf und ziemlich viel angelaufen. Dem werde ich mich jetzt mal annehmen und das mal wieder ein bisschen aufhübschen, zerlegen und so weiter. Das könnt ihr euch jetzt anschauen. Denn ihr seid dabei. Das Modell ist also seinerzeit sehr umfangreich geschnitten worden. Und hier kann man also in die Schwimmerkammer schauen, hier oben rechts. Und hier unten sieht man eine Membrane geschnitten. Hier sieht man das Leerlaufventil geschnitten. Und auf der anderen Seite auch einiges. Hier kann man also nochmal die Schwimmerkammer sehen. Und hier rechts kann man den Aufmischbereich sehen. Mit der Drosselklappe oben drauf und so weiter. Das werde ich jetzt erstmal zerlegen und dann schauen wir mal, was wir hier noch aufhübschen können. Ja, sogar die Dichtung ist noch vorhanden. Auch prähistorisch wahrscheinlich. Muss schon aufpassen, dass sie nicht zerbröckelt. Hier ist also die Kaltstarteinrichtung. Na, die ist damals auch nicht richtig sauber gemacht worden. Da ist alles noch voll Kohle und Ablagerungen. Da hat jemand geschludert, das muss man sagen. Das Leerlaufventil, elektrisch angesteuert, auch schön zu sehen. Der Schwimmer ist doch noch lose. Solex, der sieht noch gut aus. Hier ist eine Membrane versteckt. Könnte sein, dass da noch eine Beschleunigerpumpe ist oder da bin ich aber nicht genau informiert. Ihr könnt bestimmt unten drunter schreiben, was das hier exakt ist. Die Älteren von euch werden sicher noch diese Vergaser mehrfach in Händen gehabt haben. Jawohl. Hier ist also eine vertrocknete Membrane drin. Ja, das Ding ist schnell zerlegt, das muss man sagen. Da ist nicht mehr viel dran. So, den Vergaser werde ich jetzt einfach mal ins Ultraschallbad legen, dann ist wahrscheinlich schon viel, viel gereinigt. Und auf der anderen Seite habe ich ja diesen Halter hier unten drunter. Den werde ich einfach mal ein bisschen sandstrahlen und aufhübschen. Dann ist er auch wieder schick. Aber das muss einfach mal ins Ultraschallbad. Hier ist alles voller Staub von vielen, vielen Jahren. Und da denke ich mal, dass wir den wieder schön aufhübschen können. Drosselklappe quietscht. Oder die Gemischschraube ist hier komplett eingetrocknet. Aber ich gucke mal dabei. Jetzt, nachdem es mal eine Weile in der Badewanne war, sieht es schon erheblich besser aus.
Alle Verschmierungen und alle Farbreste sind wahrscheinlich weg. Und jetzt kann ich es ein bisschen wieder zusammenbauen. Gibt es nochmal ein bisschen frische Farbe, damit er schick wird, der Halter hier. Einfach mal auf der Sprühdose. Das muss reichen. Als nächstes baue ich den kleinen Vergaser hier jetzt mal wieder auf den Ständer. Ist eigentlich ganz schön sauber geworden. Der Ständer sieht auch wieder ganz gut aus und dann macht es wieder für ein paar Jahre schön was her. So, die Dichtung sieht wirklich übel aus. Die ist ganz, ganz hart geworden im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, muss man schon sagen. Da kommt jetzt der Deckel wieder oben drauf. So, das sieht schon gut aus. Jetzt ist der Vergaser mal wieder richtig hübsch anzusehen. Man kann überall hineinschauen. Und ich denke mal, die Oberfläche hier von dem Aluminium, ja, die ist halt jetzt mal unlackiert. Ich habe beim letzten Modell habe ich ja darüber lackiert, jetzt wollte ich es mal Natur lassen. Ja, so ist es aber auch. Es sieht relativ fleckig aus, aber das ist halt eben die Natur und so lassen wir es einfach auch. Denn ich denke, das macht der tut der Sache keinen Abbruch. Denn so sieht so ein Vergaser halt eben mal aus nach vielen Jahren. Man kann froh sein, dass man überhaupt noch einen findet, der noch irgendwie erhalten ist, wo man eventuell viele Details auch sehen kann. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel von dem kleinen Vergaser. Sowas kann man sich auch erhalten und wenn es halt eben noch mal ein paar Jahre irgendwo in der Vitrine steht oder halt eben als Anschauungsobjekt genutzt werden kann, dann finde ich das einfach schön. So, das war's in der Kürze. Ihr wart dabei.